Es ist richtig spät hier. Um ehrlich zu sein, Mitternacht, liebe Freunde, schaut euch mal bitte den Himmel an. Richtig krass. Und ich bin hier gerade bei meinem Apartment, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Und natürlich hier persönlich nochmal am Start. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren. Und erstmal hier schnell übrigens noch Ballon holen. Den holen wir uns. Macht ihr keine Sorge. Tadam. Keine Sorge. Vorsichtig jetzt. Wie sagt man? Yeah, so läuft das. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht ja, den Ballon holen, sondern eigentlich direkt ins Apartment. Aber ist ja auch egal. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder am Start seid. Das Game ist unfassbar, Leute. 100 Jahre alt. Es macht 100 Jahre viel Spaß. Okay, ich muss hier rein irgendwie. Oh. Wir brauchen einen Fotografen für den Wohltätigkeitsball meines Sohnes. Los! Oh, na super. Ich sollte besser schnell dort sein, sonst werde ich gefeuert. Mal wieder. Na toll. Hat nur noch das gefehlt. J. Jonah Jameson, die Wurst. Warum müssen wir jetzt wieder so weit schwingen? Was soll der Mist? Ich hasse das. Hätte ich ja gar nicht hinkommen brauchen. Parker hier. Dieser J. Jonah Jameson, der heißt, der ist ja schon. Er ist der aggressivste Arbeitgeber, den es, glaube ich, auf diesem Planeten gibt. Der hat 24/7 Magen-Darm-Grippe und scheißt sich überall in die Hose bei sich im Büro. Und ist deswegen nur so aggressiv, Freunde. Andere Gründe hat das nicht. Und wir wissen, dass Dr. Octavius auch irgendwo draußen am Start ist. Er treibt auch irgendwo sein Unwesen. Könnte sogar sein, dass wir ihn irgendwie treffen. Könnte. Bin mir nicht sicher. Kommen wir mal nach. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen Miss Mary Jane Watson vorzustellen. Mary Jane hat zugestimmt, mich zu heiraten, und ich konnte nicht warten, mein Glück mit Ihnen zu teilen. Welche Superkraft hat der Kerl? Der wirft Bälle auf den Mond. Aha. Der Rotschopf ist wohl leicht zu beeindrucken, nicht? Du solltest jemanden mit deinem Tempo suchen. Genau, was ich brauche. Rat von einem Dieb. Immer noch sauer wegen der Statue? Ich habe sie den Cops gebracht. Ich wollte dich nur ärgern. Du warst irgendwie süß. Du wolltest so gern wissen, was am Lagerhaus passiert ist. Aber egal. Ich wollte wissen, warum du dich mit normalen Mädchen abgibst. Normal ist öde. Normal ist mein halbes Leben. Sollte es wenigstens. Wieso? Hä? Sag's mir. Ich meine ernsthaft jetzt. Wieso ein Niemand sein, wenn du ein Superstar sein kannst? Weißt du... Vergiss es. Ich wollte dir was über Schocker erzählen, aber du willst ja lieber schmollen. Schocker? Was ist mit ihm? Ach, er ist nur kürzlich aus dem Knast ausgebrochen und jetzt ist er wieder hier. Ich wollte dir zeigen, wo er sich versteckt hat, aber... Zeig's mir. So ist's richtig. Glaub mir... Ein Tritt in seine Polster am Hintern und dir geht's besser. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Gehen wir. Mega geil. Los, dann folgen wir ihr mal. Und bleib ja dran. Ah, ja, machen wir, wie hast Baby. Du Schocker entdeckt? Naja, er ist wohl während deiner kleinen Show mit Quentin Beck entkommen. Was, echt? Ich hätte den Kerl besser im Auge behalten sollen. Ich war in dem Moment wohl ein wenig abgelenkt. Wo soll der denn sein? Muss ich jetzt hier runter? Ernsthaft? Erst dann springst du wieder hoch? Voll geil, dass sie wartet. Die ist schon krass drauf, muss man einfach sagen. Also ganz ehrlich, Black Cat ist schon eine geile Sau auf jeden Fall. Die ist geil drauf, ganz ehrlich. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber ich habe halt wirklich gar keine Ahnung, wie sie sich das vorstellt jetzt gleich. Also so eine Kooperation mit ihr ist ja schon so semi-cool, oder? Da bin ich mal gespannt. Schnell hinterher. Das muss doch irgendwo hier schon sein, oder? Runter? Schön, dass du mitkommst.
Ich glaube, wir hatten einfach nur einen schlechten Start. Hm, vielleicht. Wo lang müssen wir? Also dieser Schocker, ihr wisst bestimmt, wer das ist, oder? Ich weiß auch gar nicht, ob er in den Marvel-Teilen an sich auch vorhanden war, Leute. Also berichtigt mich da auf jeden Fall. Ob der auch bei den Marvel-Teilen dabei war irgendwie. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, von daher bin ich auf eure Meinung gespannt. Der ist bestimmt hier irgendwo, kann ich mir sogar gut vorstellen, dieser Schocker. So, wo lang, Fräulein? Hä? Oh, in dem Lagerhaus, oder? Bestimmt. Leute, hier. Safe. Na los. Safe hier. Krass. Ist sie jetzt reingegangen? Hier müssen wir auch rein. Was ist hier los? Sieht verlassen aus. Oh nee, dein Ernst? Spider-Man, ich weiß nicht, wie du mich gefunden hast, aber diesmal kriegst du mich nicht. Hey, Schocker. Du siehst so anders aus. Hat man dich aufgepolstert? Immer noch ein Witzbold? Komm schon, Spidey. Schalten wir den Typen aus. Alles klar, machen wir. Mit dem fetten Leck hier. Der Typ kann's und wird's abbekommen auf jeden Fall. Wie kriege ich den hin? Da oben ist er. Was macht der überhaupt? Bruder, warte mal bitte. Ich will dich schnappen. Ich will dich schnappen, Kollege. Komm, Schocker. Gib dir wenigstens Mühe. Vorsichtig, Cat. Du verletzt deine Gefühle. Ah! Verstehe. Jetzt habe ich verstanden. Ah! Leute! Hä? Wie soll ich den denn killen? Ja, Leute! Kollege! Jetzt wieder weg! So, einmal kurz weg. Ich glaube, ich kann den paar Mal schlagen und dann muss ich sofort wieder weg. Anders funktioniert es bei dem Typen nicht. Ich weiß auch gar nicht, was es noch so gibt. Hier hinten, glaube ich, ist er, ne? Hier unten ist sie. Ja. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber sie greift halt auch gar nicht an. Du dumme Frau, ey. Greif auch mal an. Wie soll ich... Ja, er haut die ganze Zeit ab. Das ist natürlich richtig mies. Greif an. Macht er natürlich nicht, logisch. Ja, ich krieg ihn nicht, ne? Er haut immer ab. Wie besiegen die Ideen, ey? Wie soll ich den besiegen? Der haut die ganze Zeit ab. Boah, was für ein Schissbuchse, ne? Sag mal, trägst du Hüfthalter? Ja, ich bleib hier. Hier kriegt er mich nicht. Ach du Kacke. Er hat mich einfach bekommen, da durchbekommen. Er kann durch die Wände mich treffen. Jo, jetzt haben wir verkackt auf jeden Fall. Also jetzt haben wir sowas von verkackt, Leute. Ja, jetzt hat er seine Friends hier. Wie wär's mal, wenn ihr euch mal... So. Jetzt will ich aber auch mal Lebenspunkte. Leben? Gibt's hier irgendwo nirgendwo Leben? Leben, Leben, Leben. Was ist denn das? Leben wäre jetzt übertrieben nice. Ja, okay. Ich mach's anders. Ich spring zu ihm. Also ich krieg den sonst nicht anders, Freunde. Was ich dich fragen wollte. Okay, jetzt weg. Füllung aus Down oder Anti-Allergisch? Alter,
Wie soll ich den denn? Was ich dich fragen wollte. Ist die Füllung aus Down oder antiallergisch? Also ich brauche auf jeden Fall Leben, Leute. Ich überlebe das nicht. Der hat nicht mehr so viel. Ach, wäre ich ganz normal ausgewichen, wäre dieses Problem nie entstanden, ganz ehrlich. Immer noch langsam und dumm. So, jetzt zurück, weg. Aber bis hierhin kommt er nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, weitere Verstärkung. Hier einmal angreifen, hier einmal angreifen. Die können sich selber in die Luft krallen. Ein Fehler, wir sind tot, Leute. Bruder, chill mal dein Leben. Er macht unten ein Feuerwerk, also wäre Silvester oder so. So, jetzt weg. Vorsichtig, Cat. Du verletzt deine Gefühle. So. Er hat nicht mehr viel. Er hat nicht mehr viel. Ich hoffe, wir packen's. Ich hoffe, wir packen's echt. Kollege. Was ich dich fragen wollte. Ist die Füllung aus Down oder an? Du denkst auch, du kannst mich treffen? Du elender Hund. So ein Hund, ey, ganz ehrlich. Sag mal, trägst du Hüfthalter? Und tschüss. Krass. Leute, er hat echt nicht mehr viel. Das wäre richtig krass, wenn wir das packen. Sag mal, trägst du Hüfthalter? Nein. Immer noch getot. Langsam und dumm, verstehe. Alter, war das knapp. Sag mal, trägst du Hüfthalter? Ja, ich habe nicht aufgepasst. Nächstes Mal erwischt er mich nicht mehr. Hör mal, ich muss weiter. Ich muss noch was erledigen. Bis bald. Ich hoffe, Cat ist okay. Lebenspunkte? Leben wäre gut. Ja, wir sind... Oh. Reiner Tisch. Oh, nochmal 4000 Heldenpunkte? Wir haben doch schon. Boah, krass. Ja, okay, es war auf jeden Fall skillen, Leute. Ich bin fast down. Ich kümmere mich später um Cat. Ich bin fast down. Spinner! Nee. Ich bin kein Spinner, ehrlich gesagt. Ich bin ein Spinner. Ich frag mich, was Shocker so plant. Ein Spinner. Warum haut der einfach ab? Wir hatten den noch fast. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt irgendein Quicktime-Event passiert oder so. Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. So, aber als erstes will ich auf jeden Fall mal skillen hier. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal skillen hier rüber. Und guck mal einfach, was wir skillen können. Weil wir irgendwie 7000 Heldenpunkte, hallo? Da können wir so viel skillen, glaube ich. Also so sehe ich das jetzt. Ja, also ich kann auf jeden Fall extrem viel skillen. Ich ziehe das jetzt auf jeden Fall durch. Aber nicht hier lang. Sondern hier rein irgendwo. Hier ist irgendwo ein Eingang. Skillen. So, da wollen wir mal. Okay, also wir werden auf jeden Fall schneller schwingen können jetzt bald. Hier ist aber noch 4000. Übelst alles weg jetzt. Und mehr Leben. Dann... Drückt Angriff, während du an deiner Wand sprintest oder sprintst, um einen schnellen Angriff zu erzielen. Ja, klar. Machen wir auch. Ja, mehr haben wir nicht. Hä? Angriff beim Sprinten? Hey, Kumpel! Na, mach schon! Hä? Was soll das denn sein für einen Angriff? Warte mal, Leute, das will ich mir nochmal angucken. Was war denn das jetzt? Hä? Was sollte das sein? Was für ein Angriff sollte das denn sein? Den habe ich jetzt gar nicht gecheckt, tatsächlich. Beim Laufen, beim Rennen?
Also, drücke Angriff, während du an einer Wand sprintest oder sprintest, um einen schnellen Treffer zu erzielen. Drücke Angriff, während du an einer Wand sprintest. Okay. Habe ich doch gemacht? Ach so. Gab's das vorher auch? Krass, das gab's vorher nicht. Boah, krass. Also, soll das möglich sein, oder wie? Boah, das ist heftig. Spidey, ich muss mit dir reden. Spidey. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's dann mit dieser Episode hier. Wir müssen noch einiges farmen. Und dann, denke ich, wird es auch früher oder später so sein, dass wir, ja, auf jeden Fall die nächsten Aufträge machen werden. Keine Ahnung, wo Shocker ist. Er ist einfach abgehauen, der Lutscher. Und bis dahin zum nächsten Video. Lasst mir eine Bewertung da und ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt wie mir. Bis dahin, ciao.